Hi Leute und herzlich willkommen mal zu diesem anderen Video. Ich will heute auf die Live-Show von Worldwide Wohnzimmer eingehen. Und zwar auf die zweite Zeit. Es gab ja die erste und die zweite und mir geht es heute um die zweite. Und zwar waren dabei einmal ein Komponist, Rezo als YouTuber, eine Politikerin und Herr Newstime, natürlich YouTuber, kennt man. Worldwide Wohnzimmer hat einen Tweet gemacht, wo sie halt einfach geschrieben haben, Hashtag jetzt wird geredet und haben ein paar Bilder dazu gemacht. Rezo, er stottert ja und in der Show war es halt einfach so, er hat wirklich sehr viel beigetragen, er hat viel zu sagen gehabt und das finde ich sehr gut, besonders weil er stottert. Und ich habe dann halt geschrieben, er hat meinen Respekt verdient und er hat alles in der Live-Show ziemlich zur Geltung gebracht. Und dann kam ein Tweet von einem Twitter-Nutzer. Dieser Twitter-Nutzer hat geschrieben, jemand, der stottert, hat in einer Live-Show nichts zu suchen. Ich habe dann geschrieben, Zitat, jeder in diesem Land darf seine Persönlichkeit ausleben, wie er oder sie will. Zitat Ende. Dann hat dieser andere Twitter-Nutzer wieder geschrieben, ja, nur braucht man sich dann nicht zu wundern, wenn jemand in der Öffentlichkeit nicht ernst genommen wird. Ich habe dann geschrieben, es ist von keiner Seite ein Wort gefallen, aus welchem man entnehmen könnte, dass man ihn nicht ernst nehmen würde. Zitat Ende. Daraufhin hat der andere Twitter-Nutzer dann geschrieben, hier geht's nicht um lustig machen. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Ich habe dann einfach drunter geschrieben, das hat was mit Respekt zu tun. Und dann kam der Tweet, der mich dazu veranlasst hat, jetzt dieses Video heute und hier aufzunehmen. Zitat: Nur fällt es mir und vielen anderen leider schwer, Respekt vor behinderten Menschen wie diesen stotternden Schlumpf zu haben. Wenn er zu faul oder zu geizig ist, zu einem Logopäden zu gehen, dann muss er halt mit fehlendem Respekt klarkommen. Und dann habe ich mir so gedacht, wie kann man so intolerant sein und jemanden so beleidigen? Das ist wirklich aufs Höchste beleidigend. Ich habe dann im Nachhinein gesehen, dass mein einer Tweet Worldwide Wohnzimmer gefallen hat. Kann ich auch nochmal einfügen, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich möchte halt einfach nur nochmal sagen, wenn ihr irgendwie ein Problem habt zu reden, Mutismus zum Beispiel, das ist, dass man zum Beispiel mit bestimmten Menschen oder mit einer bestimmten Menschengruppe oder sonst irgendwas nicht reden kann. Es ist halt einfach so, selbst wenn jemand stottert oder sonst in irgendeiner Form irgendwie beeinträchtigt ist, dann sollte diese Person trotzdem noch seine Meinung sagen dürfen. Wir sind schließlich in einem freien Land mit Meinungsfreiheit. Hier darf jeder sagen, was er oder sie will. Ganz einfach. Und wenn man dann jemanden so beleidigt, weil diese Person stottert, dann finde ich das auch nicht okay. Ich meine, jetzt an alle Leute da draußen, die jetzt meinen, wie kann man nur wie kann man nur in eine Live-Show gehen, wenn man stottert? Stellt euch mal vor, ihr wärt in dieser Situation und ihr würdet stottern. Und dann würde man sagen, ihr dürftet nicht in diese Live-Show eure Meinung sagen, einfach nur, weil ihr stottert. Ist das okay? Ich glaube nämlich nicht. Und ich denke auch, dass das viele von meinen Zuschauern auch nicht okay finden, dass man so eine Intoleranz an den Tag legt und sagt, so ein stotternder Schlumpf hat nichts in einer Live-Show zu suchen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nur menschenverachtend und wir sind schließlich alle Menschen und wir sollten alle auf uns Acht geben und wir sollten auch auf andere Menschen Acht geben. Menschen, die halt einfach mal beeinträchtigt sind. Das ist eine Beeinträchtigung. Das Wort ist zwar nicht schön, aber anders lässt sich es halt einfach nicht beschreiben. Es ist halt einfach so. Und auch schon diese Aggression dahinter mit diesem Schlumpf. Was habt ihr mit dem Schlumpf? Was soll dieses Wort? Wir sind alle Menschen und wir sind ja alle gleich. Der eine oder andere ist halt vielleicht mal anders, aber das heißt nicht, irgendjemanden beleidigen zu müssen oder sonst irgendwas. Das wollte ich jetzt nur mal sagen, mal kurz loswerden.
Jetzt schneide ich das Video und dann kommt es direkt online. Ihr bekommt es ungefähr. Es ist jetzt der 21. März, 14.18 Uhr. Ihr bekommt es in ein paar Stunden zu sehen. Ich hoffe es zumindest. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.